Willkommen bei Metabolismus TV, einer Quelle für korrekte Informationen über den Stoffwechsel und die Gesundheit. Ein gesunder Schmerz, ich bin Frank Suarez, Spezialist für Fettleibigkeit und Stoffwechsel und möchte heute mit dir die Bedeutung von Bewegung teilen. Bewegung verursacht Schmerzen, aber es sind gesunde Schmerzen. Lassen Sie uns einen Moment über Bewegung sprechen. In meinem Buch Die Macht des Stoffwechsels gibt es ein Kapitel namens Sitzendes Leben, indem ich darüber spreche und dir vorschlage, dass du einen Trampolin-Rebounder verwenden solltest, um deine Gesundheit zu verbessern. Ich habe Menschen getroffen, sogar in Mexiko war ich in Coahuila. Eine Person sagte, seit letztem Jahr, als ich anfing, das Buch Die Macht des Stoffwechsels zu benutzen, habe ich 30 Kilo abgenommen. 30 Kilo sind viel. Was ich getan habe, ist, dem Buch Die Macht des Stoffwechsels zu folgen. Und ich habe mir so ein Trampolin besorgt. Es ist eine extrem gute Übung. Es ist extrem gut, weil sie wenig belastend ist. Und für eine Person, die wirklich, wirklich dick ist, ist die Belastung nicht gut. Nicht alle Übungen sind für jeden geeignet. Daher ist es eine großartige Möglichkeit für eine Person, mit dem Gehen zu beginnen oder ein Trampolin zu benutzen. Im Diabetesbuch gibt es ein Kapitel, das heißt, Bewegung ist nicht optional und sehr wichtig für alle Menschen mit Diabetes. Warum? Denn es hat sich gezeigt, dass ein Diabetiker, der Sport treibt, weniger Insulin, Metformin, Blutdruckmedikamente und insgesamt weniger Medikamente benötigt und abnimmt. Wenn der Diabetiker abnimmt, kontrolliert er seine Diabetes. Wie auch immer, Bewegung wird immer sehr empfohlen und es ist sehr wichtig für die Gesundheit. Jetzt gehe ich einen Moment zur Tafel, weil ich Ihnen etwas erklären will. Was verursacht den Schmerz, diesen Schmerz, den wir als gesunden Schmerz bezeichnen, und was Sie tun können, um weniger Schmerz zu empfinden, damit Sie verstehen, was in Ihrem Körper vor sich geht. Das Erste, was ich Ihnen erklären muss, ist, dass es beim Sport, richtig? Das Erste ist, die Reihenfolge zu betrachten, und das empfehle ich in Die Macht des Stoffwechsels und Diabetes ohne Probleme. Das Erste ist, dass man die Reihenfolge betrachten muss. Alles im Leben hat eine Reihenfolge. Man verliebt sich zuerst, dann heiratet man. Zuerst zieht man sich aus, dann duscht man. Man könnte heiraten, um zu sehen, ob man sich danach verliebt. Oder man könnte mit Kleidung duschen, aber das wird auch nicht so gut funktionieren. Das heißt, dass die Dinge im Leben eine bestimmte Reihenfolge haben. Zuerst dies und dann das. Die richtige Reihenfolge ist, im Allgemeinen, zuerst den Stoffwechsel wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, der die Energie produziert, und dann Sport zu treiben. In der Regel. Versuchen Sie nicht, Sport zu treiben, wenn Sie schwach, müde oder übergewichtig sind und Ihren Körper schleppen mit hängender Zunge. Tun Sie es nicht. Es wird nicht funktionieren. Um Sport zu treiben, braucht man Energie. Also das Erste ist, sich zu bilden, die Macht des Stoffwechsels, Diabetes ohne Probleme, die Videos von Metabolismus TV, sich über den Stoffwechsel zu informieren, anfangen Wasser zu trinken, den Körper zu hydratisieren, jetzt hat man Energie, jetzt kann man Sport treiben. Nun, also das nächste Thema, das wir genauer und detaillierter betrachten werden, ist das Thema der Gradienten. Was meine ich mit Gradienten? Das Wort Gradient hat mit Graden zu tun. Wenn Sie eine Treppe betrachten, sie geht so, hat eine Stufe, eine weitere Stufe, noch eine Stufe, jetzt. Es ist wichtig, dass Sie beim Training eine Übung auswählen und langsam und allmählich beginnen. Zuerst hat es hier unten angefangen, vielleicht hat es mit Gehen angefangen. Man geht hier, vielleicht macht man ein Trampolin und wenn man weiter aufsteigt, steigert man sich in der Kraft, in der Geschwindigkeit, in der Anstrengung, die man beim Training aufbringt. Man muss die Steigungen nutzen. Kommen Sie jetzt nicht auf die Idee, 10 Kilometer zu laufen. Wenn Sie nicht in Form sind, fangen Sie zuerst mit Gehen an, dann gehen Sie etwas schneller, schließlich beginnen Sie zu schwitzen, dann fangen Sie an, ein wenig zu laufen. Und Sie können sogar einen Marathon laufen, aber Sie müssen es schrittweise tun. Alle Gesundheitsprobleme und Probleme mit dem Training entstehen, weil es außerhalb der Gradienten durchgeführt wurde. In Bezug auf die empfohlenen Gradienten geht man zuerst spazieren und benutzt dann etwas wie ein Trampolin, falls nötig. Nun, wenn Sie in besserer gesundheitlicher Verfassung sind und Kraft und Energie haben, ist die am meisten empfohlene Übung von allen Übungen, die meisten klinischen Studien und die meiste Wissenschaft dahinter hat, die zeigt, dass sie in Bezug auf Effektivität die beste ist, das sogenannte hochintensive Intervalltraining. Was ist hochintensives Intervalltraining? Es ist eine Übung, die ich im Diabetesbuch für Diabetiker sehr empfehle.
weil es eine Übung ist, bei der man sich sehr stark für kurze Zeit anstrengt, bis man Muskelerschöpfung erreicht, dann eine kurze Pause macht und dann wieder sehr stark weitermacht. Und was passiert dann? Was letztendlich passiert ist, dass Sie in kurzer Zeit eine große Anstrengung unternehmen, bis der Muskel erschöpft ist. Aber wenn der Muskel erschöpft ist, beginnt er zu wachsen, der Muskel beginnt sich zu oxygenieren und sendet dem Körper die Botschaft, dass er sich bewegen muss. Dieses hochintensive Intervalltraining funktioniert spektakulär gut. Der Vorteil ist, dass man wenig Zeit für das Training benötigt und sehr langanhaltende Ergebnisse erzielt. Es ist erwiesen, dass keine Übung besser funktioniert bei Vergleich der investierten Zeit und erzielten Ergebnissen für Muskelaufbau und Kraft. Zum Beispiel machen viele Leute CrossFit. Denn CrossFit ist genau das, es ist hochintensives Intervalltraining. Also, im Grunde ist es der Schlüssel, den Sie verwenden werden. Zuerst Ihren Stoffwechsel wiederherstellen, um zu trainieren und dann die Steigerungen anwenden. Und jetzt werden wir über den Schmerz sprechen, also wie man den Schmerz vermeiden oder reduzieren kann. Beachten Sie den körperlichen Schmerz, der oft auftritt, wenn Sie trainieren. Sie werden oft Schmerzen spüren, besonders in den Gelenken, und es wird Ihnen schwerfallen, aufzustehen und so weiter. Es tut Ihnen bis in die Seele weh, nachdem Sie trainiert haben. Wird dieser Schmerz dadurch verursacht, dass die Zellen nicht funktionieren? Die Zellen haben im Inneren einen Teil, der Mitochondrien genannt wird, wo die Glucose, die Zucker ist eintritt, das Blut tritt hier ein, aber was passiert? Hier muss Sauerstoff unbedingt vorhanden sein. Wenn kein Sauerstoff vorhanden ist, wird diese Glucose nicht vollständig richtig verbrannt. Wenn Sie ein hochintensives Training machen, wird es wehtun. Warum? Weil Sie es schnell machen, dass der Sauerstoff keine Zeit hat einzudringen. Was passiert mit der Glucose, die hineinkommt? Sie hat keinen Sauerstoff, aber sie fermentiert. Wenn es fermentiert, weil es nicht oxidiert werden kann, da kein Sauerstoff in der Umgebung vorhanden ist, wird es langsam zu Milchsäure. Milchsäure ist eine Säure, die der Körper aus Glucose, dem Zucker im Blut, hergestellt und verbrennt, im menschlichen Körper. Und dieser Schmerz, den Sie fühlen, dass Ihre Muskeln schmerzen und dass Sie nach dem Training nicht mehr können, am ersten oder zweiten Tag, liegt daran, dass es eine übermäßige Ansammlung von Milchsäure gibt. Warum? Weil Sie ein hochintensives Training machen, stärker trainieren, als Ihr Körper es gewohnt ist und nicht genug Sauerstoff da ist, um die Oxidation zu halten, damit diese Energie verbrannt werden kann. Daher fermentiert der Körper sie, um zu versuchen, etwas Energie daraus zu gewinnen. Die Milchsäure brennt so sehr, dass Sie manchmal diesen brennenden Schmerz von innen fühlen können. Was kann man jetzt tun, bevor Sie mit dem Training beginnen? Sie sollten unbedingt vorher Ihren Körper mit Magnesium und Kalium unbedingt auffüllen. Warum Magnesium und Kalium? Weil Magnesium das Mineral ist, das die Natrium-Kalium-Pumpe der Zelle aktiviert. Magnesium ermöglicht, dass das Kalium, das sich außerhalb der Zellen befindet, in die Zellen gelangen kann, wo es benötigt wird. Der Körper kann Glucose nicht verwenden, wenn er einen Kaliummangel hat. Diese Pumpe ist die Pumpe, die Natrium nach außen transportiert, da Natrium nicht in den Zellen sein darf. Magnesium ist dafür zuständig. Was passiert jetzt? Nun, Magnesium benötigt auch Kalium. Kalium wird verwendet, um Glucose zu nutzen. Wenn Sie nicht genug Kalium haben, versucht der Körper, Glucose zu verwenden, kann sie nicht nutzen, fermentiert sie. Deshalb benötigt er Sauerstoff und Kalium. Wenn Sie die Säure entfernen und nicht so viel Schmerz empfinden möchten, verwenden Sie Kalium. Kalium hat einen pH-Wert von 9,0. Das ist sehr alkalisch und so alkalisch, dass es die Milchsäure neutralisiert. Wenn Sie also Ihren Körper mit Magnesium und Kalium aufgeladen haben oder 2 oder 3 Tage vor dem Training angefangen haben, Gemüsesäfte zu trinken, die von Natur aus voller Magnesium und Kalium sind, ist Ihr Körper mit Magnesium und Kalium gut versorgt. Wenn die Milchsäure durch die hohe Intensität eintritt, wird der Schmerz nicht so stark sein, weil genügend Kalium vorhanden sein wird, um die Säure zu neutralisieren. Man muss den Körper also im Grunde vorbereiten, aber bereiten Sie sich mit Magnesium und Kalium oder mit Gemüsesaft vor, der beide auf natürliche Weise enthält. Und das empfehle ich Ihnen, weil dieser Schmerz gesund ist. Also empfehle ich Ihnen das, weil die Wahrheit immer siegt.